Herr Wolter, Ihr Fachgebiet ist die Automatisierung. Welche Innovationen präsentieren Sie den Besuchern hier auf der FMB 2013? Ja, insbesondere unser bewährtes Programm der DriveSets, einbaufertige Positioniersysteme. Wir haben auf unserem Stand zwei Beispiele, ein Dreiachsensystem und ein Zweiachsensystem. Darüber hinaus besteht unsere Kernkompetenz in den Steuerungen. Da machen wir gerade eine neue Steuerungsgeneration. Das erste Exemplar dieser sehr leistungsfähigen Generation ist auf unserem Stand zu sehen. Das wird dann insbesondere auch für Robotersteuerung bis 6 Achsen geeignet sein. Was tun Sie für Ihre Kundenzufriedenheit? Ja, wir liefern gute Produkte. Ne? Also wir handeln nach dem Motto, lieber der Kunde soll zurückkommen als das Produkt. Und das ist der wesentliche Kernpunkt unserer Kundenzufriedenheit. Und wie sieht Ihr Portfolio im Bereich der Sondermaschinen aus? Bei den Sondermaschinen liefern wir im Grunde genommen alle Automatisierungssysteme. Also wenn der Kunde ein Automatisierungsproblem hat, analysieren wir das Problem, bauen die Maschine dafür, machen die Einführung, machen auch die Wartung und die Schulung und lösen sozusagen das gesamte Problem. Das ist die Erweiterung unserer einbaufertigen Positioniersysteme um die kundenspezifische Anwendung. Sie sind auch über die Internetplattform Facebook, Twitter und YouTube erreichbar. Zudem führen Sie einen Blog. Haben Sie eine spezielle Verfahrensweise für die einzelnen Kanäle, die Sie dort ansprechen? Also wir haben damit schon sehr früh angeworben, diese Social Networks auch in unserer Marketing-Kommunikation mit einzuführen. Facebook und Twitter nutzen wir parallel mit einem Tool. Also wir posten etwas auf Facebook, das dann in verkürzter Form auch auf Twitter herausgegeben wird. YouTube ist eine beliebte Plattform für uns, um bewegte Bilder zu speichern. Und es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Konstrukteuren, die unsere Videos nutzen. Also das ist ein Bereich, der auch immer stärker bei uns eingebunden wird. Wie steht Ihr Unternehmen zur Kooperation mit anderen Unternehmen, insbesondere in Bezug auf die Forschung? Ja, wir sind ein guter Kooperationspartner, also auch ein geübter Kooperationspartner. Wir kooperieren sowohl mit anderen Unternehmen, gerade auf dem Gebiet der Biotechnologie läuft ein auch öffentlich gefördertes Projekt, das wir seit einigen Jahren mit einem Münsteraner Unternehmen betreiben. Und darüber hinaus kooperieren wir auch mit Universitäten. Die weitest entfernte Universität ist die Technische Universität in Sofia in Bulgarien, mit der wir eine Kooperation seit mindestens 15 Jahren haben. Welche Trends zeichnen sich in Ihrer Firma aktuell noch ab? Suchen Sie derzeit weitere Fachkräfte für das Wachstum in Ihrem Unternehmen? Wir sind gerade in der Münsterschen Presse aktiv geworden, um den Mangel an Fachkräften etwas zu mildern. Wir haben eine gewisse Standortproblematik mit der Deutschen Bahn. Ein Haltepunkt in unserem Gewerbegebiet will einfach nicht eröffnet werden. Aber wir haben vom Grundsatz her kein Problem, Fachkräfte zu finden. Wir sind sozusagen eine Potenzialmulde für Elektrotechniker, Mechatroniker. Also wenn man an das Gebiet Münster gebunden ist, dann stößt man unweigerlich auf uns, sodass wir vom Grundsatz her keine Probleme haben, Fachkräfte zu finden. Ja, vielen Dank für das kleine Interview, Herr Wolter. Danke auch.